da draußen. Hier sind wir wieder zu Finjas Bastelstunde. Basteln mit Finjas Bastelstunde. Dieser unversorgt glückliche Hund. Okay, jetzt ab mit dir. Was machst du hier überhaupt? Jetzt kommt die da nicht mehr raus, die Pelle. Da. Hallo ihr da draußen, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video. Und zwar wird dieses Video mein erstes Bastelvideo. Nein, es wird ein Do-It-Your-Fucking-Self. Pferdebezogen natürlich. Also, heute machen wir einen schönen Stirnriemen für Franjo und ich hoffe wirklich, dass der schön wird. Wir machen das nach einer Anleitung, die ich auch aus dem Internet habe und mal gucken, ob das auch für grobmotorische Leute irgendwie geeignet ist. Denn ich bin wirklich sehr idiotisch, was das betrifft. Also wenn ich das jetzt hinbekomme, kommt ihr das auch hin. Aber erstmal gehen wir zu den Utensilien. Also erstmal brauchen wir eine Unterlage, bei der es egal ist, ob die irgendwie schmutzig wird oder ob da Kleber drauf läuft. Dann natürlich unseren Stirnriemen, der hier leer ist, in der richtigen Größe. Ich habe ihn jetzt in extra groß für Warmblut gekauft, da herkömmliche Stirnriemen ein bisschen klein für Franjo sind. Ich hoffe, das wird diesmal besser. Wo ihr die Sachen herbekommt, das packe ich alles in die Infobox. Dieser Stirnriemen ist stark geschwungen, kann man natürlich je nach Geschmack variieren. Dann haben wir einmal hier Steinchen, die habe ich auch im Internet bestellt, alles in der Infobox, in verschiedensten Farben. Daraus legen wir uns gleich eine Kombination zusammen und Perlen, die dann gleich hier drauf geklebt werden. Dann einmal von Uhu, den Alleskleber, der extra für Leder ist. Kein Sekundenkleber kaufen und Klarlack. Und einen kotzenden Hund im Hintergrund. Um am Ende so gesehen noch einmal drüber zu gehen, um den auch wirklich so gesehen resistent zu machen. Ihr könnt natürlich, ihr müsst keinen Nagellack nehmen, ihr könnt jeden anderen Klarlack nehmen. Wir machen es jetzt damit, ob es so gut hält. I don't know. So, let's do this. So, ich habe mir das jetzt hier einmal lose vorgelegt. Ja, ich weiß, es ist ein etwas ausgefalleneres Muster, aber dafür mache ich mir selber. Doch, fast gerade so. Richtig die coole Fahrt machen. So, liebe Freunde, das ist jetzt unser selbstgemachter Stirnriemen, den Lena und ich so gesehen zusammengeseilt haben. Und ich finde, der ist echt cool geworden. Für alle, die den am Pferd sehen möchten, den rate ich bei mir auf Instagram zu folgen. Da werde ich die nächsten Tage ein Bild hochladen. Folgt einfach dem Link in der Infobox. Und das mit dem Klarlack sollen wir erst 24 Stunden nachher machen und dann auch nochmal 12 Stunden so gesehen drauflassen, bevor man den mit zum Pferd nimmt. Wie gesagt, ich werde euch alles in die Infobox verlinken mit Größe, sonst irgendwie Seite. Checkt es ab. In dem Sinne hoffe ich, dass ihr jetzt bald auch ganz viele schöne Stirnriemen
macht für eure Pferde und wir werden, das wird auch nicht unser letzter sein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mich auch einfach auf Instagram auf euren Stirnring verlinken, da können wir so ein bisschen darüber quatschen. Und in dem Sinne wünsche ich euch einfach eine schöne Zeit. Bis dann! Einen blumigen Tag. Einen blumigen Tag. Einen stirnringigen Tag. Das wäre so der dümmste Witz aller Zeiten.